Die gute Konjunktur wirkt sich als Jobmotor aus. 5,8% Arbeitslosenquote im Schnitt des Jahres 2017 in Oberösterreich geben prinzipiell ja Grund zur Freude. Man muss ganz klar sagen, in Oberösterreich ist die Konjunktur sehr gut. Die Betriebe brummen alle. Es ist in den meisten Betrieben ein Personalbedarf und wir versuchen zu vermitteln. Die Beschäftigung ist gestiegen und wir haben jetzt das Glück, dass wir die zweitniedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer haben. Aber, und das ergab eine repräsentative Umfrage bei 247 Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft, bei jenen, die eigentlich gar nicht arbeiten wollen, stößt auch das AMS an seine Grenzen. Die Anreize, einen Job anzunehmen, sind angesichts der bestehenden Leistungen für Arbeitslose in Österreich häufig zu gering. Wenn ich heute mit Arbeitslosigkeit und geringfügiger Beschäftigung netto mehr verdiene, als wenn ich arbeiten gehe, dann ist das unfair allen anderen gegenüber. Weil die zahlen ja mein Arbeitsloseneinkommen. Und dementsprechend darf es das zum Beispiel nicht mehr geben, dass wir eine ganz klare Forderung, die wir haben, Arbeitslosigkeit und geringfügige Beschäftigung miteinander darf es nicht geben. Einmal ist es mangelnde Qualifikation, das andere Mal die falsche Branche, ein drittes Mal der Unwille, überhaupt zu arbeiten. Beim Arbeitsmarktservice hat man mit all diesen Fällen zu tun. Wir versuchen wirklich allen Menschen diese jetzt erhöhten Chancen am oberösterreichischen Arbeitsmarkt nahezubringen und sie zu motivieren, auch in andere Richtungen zu gehen, von der Branche, von der Tätigkeit her. Und bei den meisten gelingt uns das auch. Aber es gibt natürlich Einzelne, wo es Schwierigkeiten gibt. Und denen sagen wir dann ganz klar, im Rahmen des Gesetzes gibt es Verpflichtungen, die sie diesen nachkommen müssen. Und das ist in den meisten Fällen auch kein Thema. Wir wissen, und das ganz objektiv bewertet von der OECD, dass wir ein sehr komfortables Arbeitslosensystem haben, dass das Anreizsystem, arbeiten zu gehen, zu gering ist. Und das sagen auch unsere Betriebe. 70% unserer Betriebe sagen, sie haben immer noch Vorstellungsgespräche, wo gar keiner kommt, obwohl geschickt vom AMS. 70% sagen, dass die eigentlich gar nicht arbeiten wollen, sondern sich nur den Stempel abholen wollen. Diese Arbeitslosen würden auch die Wirtschaft bremsen, so Doris Hummer weiter. Änderungen bei den Zumutbarkeitsbestimmungen und weitere Maßnahmen wie etwa die Abschaffung der Notstandshilfe sind aus Sicht der Wirtschaftskammerpräsidentin daher dringend notwendig.